Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Besucherinnen! Die psychiatrische Versorgung in Hessen ist massiv gefährdet. Das haben die schriftliche und die mündliche Anhörung zu unserem Gesetzentwurf eindrücklich vor Augen geführt. In Hessen fehlen zeitgemäße Versorgungsstrukturen, insbesondere im ambulanten Bereich. Die Akutstationen und der Maßregelvollzug laufen über, weil es an Kriseninterventionen und ambulanten Angeboten mangelt. Die Nachsorge fehlt. Menschen können nicht aus dem stationären Setting entlassen werden, weil Einrichtungen der Eingliederungshilfe fehlen, die die Weiterbetreuung übernehmen können. In Hessen fehlt das Fachpersonal in sehr vielen Segmenten. In der nächsten Zeit laufen wir Gefahr, dass insbesondere die fachärztliche Versorgung in der Psychiatrie vollständig zusammenbricht. 50% der hessischen Fachärztinnen für psychische Gesundheit sind älter als 60 Jahre. Sie werden in den nächsten Jahren in Rente gehen. Der Nachwuchs unter 35 Jahren liegt bei 0,9%. Die Anerkennung von den auslanderworbenen Qualifikationen dauern für Psychiaterinnen in Hessen ewig lang. Und wir wissen, dass es in anderen Bundesländern wesentlich schneller geht. Die psychiatrischen Kliniken haben klar gesagt, dass sie gezwungen sind, ihren Versorgungsauftrag zurückzugeben, wenn nichts passiert. Diese Bestandaufnahme, danke schön, hier im Hessischen Landtag war wichtig, weil uns viele Anzuhörende, die schon vorab in der Erarbeitung unseres Gesetzentwurfs eingebunden waren, mitgeteilt haben, dass sie mit ihren Problemschilderungen bei der schwarz-grünen Landesregierung und den sie tragenden Landtagsfraktionen auf taube Ohren stoßen. Vor diesem Hintergrund kann ich feststellen, dass unser Gesetzentwurf schon jetzt ein voller Erfolg war. Ich habe nämlich noch nie so selbstkritische Töne seitens der regierungstragenden Fraktionen zu diesem Thema vernommen wie in der Auswertung unserer Anhörung. Herr Dr. Bartelt stellt beispielsweise fest, dass ein tatsächliches ambulantes Kriseninterventionssystem erforderlich ist, steht ja auch im Koalitionsvertrag, und bescheinigt der Landesregierung ein Vollzugsproblem. Auch Frau Anders fand richtige Worte, wenn sie feststellte, dass man mit dem Sachstand nicht zufrieden sein kann, dass die intersektionale Versorgung auch in diesem Bereich nicht gelungen sei und der Facharzt für Psychiatrie zunehmend unattraktiv werde. Vielen Dank für diese seltenen Momente der Selbstkritik in dieser Landesregierung. Jetzt dürfen Sie aber nicht dauernd auf Unzuständigkeit plädieren. Jetzt müssen Ihre Taten folgen, meine Damen und Herren der Koalition. Unser Gesetzentwurf greift genau an diesen Punkten an, die Sie kritisch beschreiben. Wir haben den Fokus klar auf die Stärkung des ambulanten Systems gelegt. Wir wollen die Prävention und die Krisenvorsorge deutlich ausbauen, um Chronifizierungen, sich wiederholende Klinikaufenthalte und Gewalttaten in Krisen zu vermeiden. Das würde Leid vermindern. Leid in den Familien, Leid von Betroffenen, die keine Hilfe finden und nach langen Wochen zumeist vorläufig untergebracht werden, weil das ganze System einfach nicht funktioniert. Das würde Entlastung für die Beschäftigten und bessere Arbeitsbedingungen bedeuten. Damit steigt die Attraktivität der Arbeitsplätze. Das wäre zudem wirklich effizient und würde mittelfristig Millionen einsparen. Schon jetzt gibt dieses Land Jahr für Jahr zweistellige Millionenbeträge an Mittelsteigerungen in den Maßregelvollzug. Um Ihnen das mal für die letzten 10 Jahre zu illustrieren, im Haushaltsplan 2015 hat das Land 92 Millionen Euro für die Verwaltungskosten des Maßregelvollzugs ausgegeben. Im nächsten Jahr wird es laut Haushaltsplan 153,5 Millionen Euro sein. Und dazu kommen noch einmal hunderte Millionen an Investitionskosten für die dringend erforderliche bauliche Erneuerung. Sie jammern immer, dass kein Geld für gar nichts da ist. Aber wenn es darum geht, dass man durch wirkungsvolle Prävention langfristige Kosten minimiert, dann fehlt Ihnen der Mut. Und genau daran krankt dieses Land und dieses System.
Die Linke steht für Prävention und ambulante Unterstützung, für Krisenintervention statt für Gitter und Fixierung. Das ist die einzige Rettung für den akuten psychiatrischen Versorgungsnotstand. Engagieren Sie sich endlich für eine humanistische Psychiatrie. Unser Vorschlag orientiert sich am bayerischen Modell, aufsuchende Krisendienste in Kombination von Krisenpensionen und Wohnungen. Das System hat sich bewährt. Es ist bundesweit anerkannt. Es kostet Bayern jährlich 14 Millionen Euro bei doppelter Bevölkerungszahl im Vergleich zu Hessen. Ein Klacks, wenn wir das im Vergleich zu den vorgenannten Steigerungsraten beim Maßregelvollzug setzen. Wenn Sie ein Vollzugsdefizit in dieser Frage wahrnehmen, was ich nur unterstreichen kann, dann braucht diese Landesregierung eben klarere gesetzliche Vorgaben, damit sie in Bewegung kommt. Eine geplante landesweite Telefonhotline, die es ja immer noch nicht gibt, ohne aufsuchende Arbeit und ohne Krisenunterkünfte, wie es der Landesregierung vorschwebt, ist kein angemessenes ambulantes Angebot für Menschen in psychischer Notlage. Ein zweiter Schwerpunkt unseres Gesetzentwurfs ist die Stärkung der sozialpsychiatrischen Dienste. Wir müssen ganz dringend die personelle Decke hier stärken und wirkliche Multiprofessionalität. Oh je. Was passiert? Gut. Alles gut. Wir müssen ganz dringend die personelle Decke hier stärken und wirkliche Multiprofessionalität festschreiben, um mit einem funktionierenden Angebot und Entlassmanagement endlich die Drehtüreffekte in den Kliniken reduzieren. Gerade hier, aber auch in allen anderen Einrichtungen der psychiatrischen Versorgung könnten doch die vielen psychologischen Psychotherapeutinnen eine wichtige Rolle spielen. Schließlich sind sie die einzige wachsende Berufsgruppe im Gesundheitswesen. Es gibt immer mehr von ihnen und viele finden nicht den adäquaten Arbeitsplatz. Wenn man ihnen einen Arbeitsplatz anbieten würde, wie es uns auch die Psychotherapeutenkammer bestätigt hat, könnten wir doch hiermit die Personalnot lindern. Aber es gibt auch noch eine zweite Gruppe, die bisher zu wenig berücksichtigt wurde. Vor 3 Wochen haben die Ex-Ins vor dem Sozialministerium demonstriert, weil ihre Anerkennung und Bezahlung durch den Landeswohlfahrtsverband gefährdet ist. Dass sich nicht mal einen Vertreter des HMSI dort hat blicken lassen, sagt auch, wie sie dazu stehen. Aber warum holt man nicht diese Genesungsbegleitenden, die eine Ausbildung haben, die Erfahrungen haben, verbindlich in die sozialpsychiatrischen Dienste und vergütet sie angemessen, damit ihre Erfahrungen endlich überall Eingang finden? Allgemein stärkt unser Gesetzentwurf die Position von Psychiatrieerfahrenen und ihren Angehörigen. Sie bringen eine Expertise mit, die ebenso wichtig ist wie die fachärztliche. Sie können Vertrauenspersonen sein, wo Fachpersonal auf Ablehnung stößt. Und sie beklagen zu Recht, dass ihre wichtige Arbeit oft mit wangelnder Wertschätzung honoriert wird. Es kann nicht sein, dass die Landesregierung immer von der Förderung des Ehrenamtes schwadroniert. Aber wenn es darum geht, die ehrenamtlich Engagierten der Psychiatriebewegung mal, dass sie ihre Fahrtkosten oder andere Auslagen erstattet werden, dann ist nichts mehr drin. Egal ob Suchtkommission oder unabhängige Beratungsstelle, diese können nur funktionieren, wenn die engagierten Menschen nicht noch ständig draufzahlen würden. Auch hier würde und schafft unser Gesetzentwurf klare Abhilfe. Aber wir haben natürlich nicht nur die ambulante Versorgung in den Blick genommen, sondern auch die immer unter massiven Kritik stehenden stationären Einrichtungen. Wir müssen Dinge endlich gesetzlich Regelungen, die den Hausordnungen der Kliniken überlassen werden. Zugang zu Post, Wegnahme von Gegenständen und viele andere sind Grundrechtseingriffe, die man wirklich verbindlich, klar gesetzlich regeln sollte. Und wir haben uns auch intensiv mit der Frage des Zwangs befasst. Wir bleiben dabei. Die Linke streitet für eine Psychiatrie ohne verschlossene Türen und ohne Zwangsbehandlungen. In Dänemark konnten wir sehen, dass die jährliche Reduzierung von Zwangsmaßnahmen funktioniert. Es ist eine Herausforderung für das psychiatrische System, aber eine notwendige. Wenn das Sozialministerium doch nicht mal durchsetzen kann, dass die Kliniken die Zahl der Zwangsmaßnahmen an sie zurückmelden. Wir erwarten von dieser Fachaufsicht, dass sie uns sagen kann, wie viele Menschen pro Jahr ans Bett oder medikamentös fixiert werden.
Herr Klose, es gab ein Möglichkeitsfenster für eine wirkliche Psychiatriereform in Hessen nach den Enthüllungen des Teams Wallraff in Höchst. Haben Sie verpasst. Unsere Anhörung hat aber gezeigt, dass sich ein zweites Möglichkeitsfenster auftut. Von den Psychiatrieerfahrungen bis zu den Klinikleitungen von Vitus rufen alle in bisher unbekannter Einträchtigkeit um Hilfe und fordern dringende Veränderungen ein. Frau Abgeordnete, hören Sie, müssen ja, Sie ich komme haben. Zum Schluss. Diese Chance dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Und unser Gesetzentwurf stellt entscheidende Weichen in die richtige Richtung, um das psychiatrische System wieder eine Zukunft zu geben. Ich bedanke mich.